Ja, so richtig. Ja, du bist ein krasser Rocker. Ja! Wollt ihr anstellen oder? Bitte? Warte. 5 Was? 5 Uhr. Frauen mögen noch Einhörner, oder? Gute Laune, ne? Wir stehen hier eine halbe Stunde, versuchen unsere scheiß Geräte einzustellen. Hör mal kurz auf zu reden. Ah, keine Ahnung, Digga. Wen juckt's? Warte mal, bist du wieder voll leise? Ja? Ach, egal. So Leute, was geht bei euch? Herzlich willkommen zu einem neuen Video, schon wieder mit Max und Luca. Wo auch immer Luca bleibt. Auf jeden Fall, was soll es anderes geben als ein neues Wenn ich du wäre? Meine Freunde, wir pushen das Game nach vorne. Es kommen neue Challenges, neuer Shit, krassere Challenges. Woo! No limits. Ja, Mann. Okay, ich würde sagen, ja, ich fange an, Digga. Ich hab Bock. Du fängst an? Jo. Okay, und zwar, wir haben hier ja einen wunderschönen Feierabendverkehr. Oh ja, ach, Digga. Das ist gut, da sind ein paar Rollerfahrer, oh, ja. Da stellst du dich daneben, ja. Und ja, hier, der ist gut, ja. Und tust mal so richtig auf Rocker, rafft so und macht so hier Teufels, ne, guck mich an, hier die und so richtig so, dass er... Was soll ich machen? Ja, so rumraffen und hier so und dich richtig heftig Bruder. Fühlen einfach. Ja, so richtig, ja, du bist ein krasser Rocker, ja! Digga, kommst du klar? Du bist. Digga, warte. Oh, Junge, ich schäme mich so derartig fremd, Mann. Und jetzt, Bruder. Oh. Oh, Junge, das ist so peinlich. Er denkt sich auch, was für ein Er hat mich übel ausgeladen, Mann. Der denkt auch so, Alter. Zum Glück habe ich eine schöne Piaggio Vespa hier. Oh. Und was für Spackos. Gut. muss los, Digga. Muss los, Bruder. Ach komm, ich mach's nochmal, weil es so schön war, Digga. Ja gut, der Autofahrer hat uns da trotzdem gesehen. Wir lachen dich auch gut aus. Dammtour ist halt echt immer nicht so geil. Aber guck mal, da vorne wird gerade die Ampel rot. Fahr mal rechts vorbei. Ja. Fahr mal rechts vorbei. Ich versuche hier mit Zeichensprache zu kommunizieren. Ja, fahr mal ganz vorne vor den Bus. Fahr ganz vorne vor den Bus. Nee, du sollst vor den Bus fahren. So, okay. Du sollst vor den Bus fahren. Machst Rev-Limiter und wirkst dann ab. Du hast. Ja. Du hast letztes Mal. Okay. Ja, du. Und jetzt bleibst du stehen. Wenn die Ampel grün wird, wirkst du ab. Digga, du hast mir das letztes Mal aufgetragen. Digga, das war so. Ich krieg das die Karre doch nicht abgesoffen. Ja, dann mach. Tu halt so, so wie ich. Ich hab meine auch nicht abgesoffen. Wer letzten Freitag das Video auf Max' Kanal gesehen hat, das war übelst unangenehm, die Harley abzusaufen. Ja, jetzt schön. Scheiß, der Bus fährt mich einfach rum gleich. Ja. Musst du dann akzeptieren. Luca denkt sich locker gleich so, was für ein Spaß, dass ich absauf, Digga. Nee, ich glaube, der kann sich das schon denken. Ja. Er lacht mich aus, Luca lacht mich aus, der Wichser, Digga. Man hat überhaupt nichts gesehen, Digga, du hast mich abgewürgt. Oh, ich habe gerade mein Dings verloren, mein Sozius-Sitz. So, Jungs, da seid ihr wieder. ja, erstmal entspannt. Da ist der Bus. Oh Mann. Das fühlt sich echt. Ich weiß nicht, ob es sich gut oder schlecht anfühlt, auf jeden Fall. Ja, jetzt gerade fühle ich mich richtig schlecht, Digga. Sorry an Linie D von Hamburger Stadtrundfahrt, Alter. Scheiße. Man hat es halt von außen echt nicht gesehen, also es sah übel unspektakulär aus, dass du abgewürgt hast, hat man gar nicht gesehen. Sah einfach so aus, als wärst du ein bisschen später losgefahren. Ich hab halt die Harley noch so im ersten Gang ein bisschen los und hab dann auf den Killswitch gedrückt. Das sieht dann halt noch mehr keck aus. Bei dir hat man überhaupt nicht gesehen, dass ich das Moped bewegt hab, Digga. Naja, egal. Ich lasse es gelten, damit das Spiel weitergeht. Wie geht's weiter für mich? Gut, da wir ja gerade die ganze Zeit an irgendwelchen blöden Ampeln rumstehen, habe ich mir jetzt gedacht, wir suchen uns eine Ampel, wo richtig viele Leute drüber gehen.
stehen natürlich in erster Reihe, in gewohnter Manier. Und du rufst einfach, also dein Helm muss auf jeden Fall offen sein, ja, dass man dein Gesicht sieht. Und du musst die ganze Zeit hey rufen. Also richtig hey, 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 hey. So richtig einfach so, dass die Leute komplett denken, so was ist los mit dem? Wie so ein kompletter, ja, Vollautist oder so. Geiler alter Mann. Reichen die beiden hier? Ja. Okay, Luca macht mit. Digga. Der Typ spricht mich schon an. Hey! 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 Schneller, schneller! Hey. Hallo! Intervall. Hey! 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 Hallo! Skip. Hallo! Keiner? Niemand? Niemand will mit mir reden! Ja. Digga, der eine mit den Haaren, der hat mich vorher schon angeguckt. Hier, er hier. Links. Hey! Der hat mir vorher schon zugewunken, keine Ahnung warum. So, okay, nächste Challenge für dich, mein Lieber. Oh, hier laufen echt viele Mädels rum. Ja, Mann. Ich würde sagen... Ja, Leute, macht mal mehr Klicks, damit wir auch sowas GT 63 Viertürer, Digga. Full Sand. Okay, pass auf. Ich habe doch hier letztens den Spruch gebracht mit der Wünschelrute, ne? Ja. Hast du das Video gesehen? Ja. So, das machst du jetzt auch. Du gehst, fährst zu einer Alten hin und fragst sie entweder, wo die... Nee, wir sind ja hier in der Binnenalster. Du fragst, wo die Alster ist. Dann zeigt sie in deine Richtung. Und du musst halt so stehen, dass es nicht die Richtung ist, in der sie steht. Und dann sagst du, komisch, meine Wünschelrute schlägt in deine Richtung aus. Boah, Digga. Gut. So, wenn du die noch kriegst, die hier mit dem Dutt und der Sonnenbrille. Dutt und Sonnenbrille, was hat die sonst noch an? Ich bin nämlich weit hinter euch. Ah, normal. Ja, let's go. Ja, let's go, schaffst du. Hey! Hey! Entschuldigung! Entschuldigung! Hast du kurz eine Sekunde? Und zwar, ich komme nicht von hier, weißt du zufällig? Ich komme nicht von hier, weißt du zufällig, wo die Alster ist? Ach so, das wundert mich, weil meine Wünschelrute schlägt in deine Richtung aus. Schnell weg, Digga. Bruder, Digga, die war so abgefahren. Die war erst voll freundlich und dann richtig so, Digga, was ein Keck, Digga. Oh Junge, es ist aber auch schon echt schlecht. Es ist so schlecht. Digga, bei dir war das gar nicht so peinlich, weil mit deinem. Was? Das kam im Video nicht so rüber, aber in echt ist es halt was ganz anderes, Alter. Boah. Digga. Das hat sich ja 100 Meter weiter noch. Digga, es wird aber irgendwie. Weiß ich nicht. Boah, Digga, es wird nicht. Also, so weißt du, es wird nicht einfacher, man gewöhnt sich irgendwie nicht an die Peinlichkeit. Nee, Mann. Digga. Moin! Aber wir können uns ja auch nicht wir können uns ja auch nicht einfachere Challenge einfallen lassen. Okay, mein Lieber, ich bin bereit für die nächste Challenge. Digga, ist schon deine letzte Challenge jetzt, ne? Ja, drei haben wir gesagt, machen wir immer, ne? Gut. Ich hab mal wieder was ganz abgespacedes. Okay. Und zwar stellst du dich... Oh, guck mal, wie sie guckt. Und zwar stellst du dich irgendwo hin, stellst deine Harley weg, läufst mit dem Motorrad... Ja, meinetwegen kannst du den Motorradhelm auch auflassen. Auf jeden Fall müssen da irgendwelche Leute vorbeigehen, die dich vorher nicht gesehen haben, wie du die Harley parkst. Mhm. Und ich stehe irgendwo im Hintergrund mit der Honda. Du sagst dann, Entschuldigung, könnt ihr mir kurz helfen, mein Motorrad zu finden? Ich habe das, das ist irgendwie weg. Und dann sollen die Leute fragen, ja, wie sieht's denn aus? Und dann beschreibst du komplett meine Honda. Also, ja, sagst einfach, weiße Sportler, Playboy, Adidas, sonst was. Aber ich stehe ja da in der Straße. Und dann sagt die natürlich, okay, ja, dein Motorrad steht doch da hinten. Und dann sagst du so, was, Digga, das wurde geklaut und sowas. Und in dem Moment fahre ich weg, weil ich ja über Sena höre, dass sie mich gesehen hat. Digga. Also cringe. Kommst du ansatzweise klar, Diggi? Ja, habe ich lange dran überlegt. Ich hab's, warte mal, ich... Hä? Ich check's gerade immer noch nicht, Digga.
Digga, du stellst dein Motorrad irgendwo hin. Ja, ich stelle mein Motorrad irgendwo hin und spreche dann jemand Fremdes an mit Motorradhelm. Aber ich stehe nicht bei meinem Motorrad, sondern ich laufe einfach mit Motorradhelm rum und frage, wo mein Motorrad wäre. Korrekt. Und dann beschreibe ich dein Bike und dann fährst du dran vorbei. Nein, dann fahre ich weg. Ich stehe da auch irgendwo. Ja, okay, Digga, dann bleib stehen. Willst du hier einfach machen? Ja. Gut. Ich check zwar noch nicht die Base, ich weiß nicht, ob es lustig wird, aber... Wir müssen dann ja auch ein bisschen warten. Ja. Na gut, dann lasse ich meine Haare jetzt hier einfach stehen, ne? Ja. Okay. Junge. Alleine ohne mit Motorradhelm, ohne Bike irgendwo rumzustehen in Hamburg City, Digga. Guck dir die Leute hier mal an. Oh, jetzt ist hier gerade. Wollt ihr abstellen oder? Bitte? Ja, 2 Minuten. Okay, weil ich brauche ich jetzt. Wir sind 2 Minuten wieder weg. Wir gehen noch nicht weg, oder was? Ja. Den hättest du jetzt fragen müssen, hast du mein Motorrad gesehen? Digga, alles aus. Hä, wo soll ich jetzt hin? Ja. Digga, das ist ja eine ganz neue Situation hier. Guck mal, hier stehen auch überall die Türsteher von den Edelläden hier. Ich bin ja der letzte Keck, Alter. Okay, warte. Guck mal, checkst du, guck mal kurz. Hä? Hagen, guck mal kurz. Wenn du jetzt da jemanden ansprichst und ich da stehe und sagst, du hast dein Motorrad verloren. Und er guckt sich dann natürlich direkt um und steht ja schon da und sagt dann, hä, das steht doch da vorne. Und dann fahre ich weg. Und da musst du halt so tun, Digga, der hat mein Motorrad geklaut. So richtig. Wie soll ich denn die Situation auflösen? Das ist mir scheißegal. Du bist so ein Wichser, Mann. Hä, ich verliere das jetzt nicht. Es ist so behindert. Ich laufe hier mit schwarzem HWK-Hoodie und meinem Helm durch die Gegend und habe nicht mal mehr mein Motorrad zum Schutz, Alter. Ich bin ganz alleine. Der Quartiertürsteher guckt uns richtig misstrauisch an. Der denkt, wir überfallen gleich den Laden, Digga. Ach was, Digga, guck uns doch mal an, wie wir aussehen. Vor allem, ich stehe hier in Startposition. Ja. Okay, scheiße, Digga. Er beobachtet uns halt komplett. Ey Jungs, Entschuldigung, habt ihr ein weißes Motorrad gesehen? Hä? Ja? Hä? Warum ich dich filme? Cringe. Ja, cringe. Digga, das ist so eine schlechte Aufgabe. Er hat, ja. Ich sollte hier... Hast du ein Telefon drin? Ja, mit ihm hier. Er hat das Moped. Und ich soll sozusagen jemanden fragen, ob er das Moped gesehen hat, weil sie halt so auffällig ist. Digga, der Typ denkt sich was einmal hinter dem Schiff. Ja, ich weiß. Und, okay, Digga, nee, ich zieh zurück, Digga. Okay. Ich zieh echt zurück, Mann. Digga, das ist echt... Reicht aber auch fürs Video schon. Bruder. Digga. Digga, der steht, guck mal hinter dich, da steht schon der nächste Quartier-Typ hier mit dem Handy direkt dahinter, weil die denken, wir überfallen gleich. Ich zieh zurück, Digga, ganz ehrlich. Die schreiben sich deine Kennzeichen gerade auf, Digga, ja, der Quartier-Typ. Lass sie doch. Digga, wir machen hier alle nervös auf dem Kopf. Dabei sind wir nur irgendwelche Idioten, die ein schlechtes Video drehen. Ja, ist halt komplett mit Kennzeichen da, Digga. Ja. Den Schluss mal an dieser Stelle abbrechen. Jo, aber Digga, damit du gewonnen hast, musst Abbruch, du... Abbruch! Digga, wie er geguckt hat! Hier sind halt echt vor jedem Laden irgendwelche Securities, ne? Ja. Okay, Digga, aber willst du gewinnen, dann musst du jetzt ja meine Challenge noch bestehen, ne? Okay. Ja, okay, Digga, ich würde sagen, wir fahren da erstmal vorne zum Alex und ich denke mir bis dahin, was genauso krank ist für dich aus, Digga. Guck mal hier. Shush! Was für behinderte Die Typen rechts gucken mich auch richtig verwirrt an. Die fragen sich, wer hatte da heute seine Pillen nicht bekommen, Digga. Ja, Mann. Ah. Keine Heide! Hamburg City! Ich glaube, ich hab was. Okay. Wir fahren hier mal rechts hin. Da geht's nämlich los. Junge, ist die City voll? Haben alle keine Arbeit hier, oder was?
so, Digga, du kannst das schon mal, das ist schon mal nicht gut, dass du sagst, hier hinstellen. Du, Alter, ich mach dich fertig, Mann, das schaffst du niemals. Pass auf. Da, hier ist ja ein Eisladen gleich, ne? Ja. So, du kaufst dir eine Kugel Eis, ja. Lässt den Helm aber auch. Du kaufst, lässt den Helm die ganze Zeit auf. Was? Du kaufst eine... Du kaufst eine Kugel Eis, gehst zu einer echt, so einer, mindestens 8 muss es sein, schnieke Dame, gehst du hin, ja. Sagst, Entschuldigung, ich habe eine kurze Frage, und sie sagt, was? Und du sagst, wusstest du, dass ich das letzte Einhorn bin? Machst dein Ding zu, klatscht dir das Eis da drauf, machst es wieder auf und fragst, krieg ich deine Nummer? Oder? Ja. Hab ich Kleingeld? Oh Mann, Digga, das mache ich. Mach dich fertig. Nee, Mann. Niemals machst du das. Ich mach das. Ja. Ja, wow, ich stehe hier mit einem Motorradhelm und einem Eis und rede mit mir selber. Wie macht der Jugendliche von heute Chill am Handy? Die mit der Schlaghose. Die weicht mir schon aus, Digga. Ich will dich nicht abwerfen, keine Ahnung. Warum machst du das nicht? Okay, geh, dreh dich um, geh mit der Highway. Oh, Bruder. Geh hin. Ich geh nicht, ich warte. Oh, Bruder. Entschuldigung. Wusstest du was? Weißt du was? Ja? Sie hat komplett gehabt. Ja, deswegen sag ich doch, geh weiter weg, Mann. Oh Bruder, ich mach unentschieden. Ist dein Ernst? Ja, Digga. Okay, Digga. Bei der Alm, du weißt, dass ich noch die Chance habe, das zu machen, dann hab ich gewonnen, ne? Halt's Maul. Ja. Nee, okay, mach du, Digga, ich mach nicht. Digga, halt's Maul. Entschuldigung? Wusstest du was? Warte mal kurz. Ich hab ne echt. Es ist mir gerade aufgefallen, ohne Scheiß. Mega die neue Info. Ich bin das letzte Einhorn. Warte. Was? Frauen mögen noch Einhörner, oder? Warte, warum gehst du weg? Ja, ich klär nochmal jetzt. Hi. Ja, du findest das. Hi. Ja, warte, ich setz den Helm ab. So, Leute, ich klär. Hi. Wir haben gerade ein Video gedreht und das war die End-Challenge. Und ja. Wow. Das war auf jeden Fall. Ja, genau. Echt? So, wir standen hier 10 Minuten. Ich dachte, Scheiße. War gut, oder? Was hast du gedacht? War doch gar nicht schlimm. Ich wusste nicht, was du von mir willst. Nee, was hast du gedacht? Erst das Klatschen? War schon kurz so. Also, hat kurz aus dem Alltag eingeholt, ne? Ich hätte mir sogar verkaufen oder so. Nee, mit Helm auf. Okay. Nee, kommst du aus Hamburg? Ja. Grenze. Gut. Dann Grenze? Buxtehude, die Ecke. Hm? Buxtehude? Ja, Hamburg. Ja, na, Rümsdorf. Ich habe in Rostock studiert, da haben auch immer alle gesagt, ich komme aus Hamburg. Und dann hat man. Rümste, ne? Da haben auch immer alle gesagt, ja, ich studiere in Hamburg und komme aus Hamburg und so. Und dann hat man gefragt, woher ja, Winsen oder Neustadt. Ja, das ist halt das Einfachste, weil wir das haben. Aber Nummer ist noch drin, oder? Nein. Nicht? Nein. Alter. Aber in YouTube. Ja. Was ist das? Also, jetzt echt YouTube? Ja. Ja, nicht für YouTube. Ich hab ja das. Was? Hm? Nicht? Hast du einen Freund, oder was? Nee, hast du nicht. Nee, also, was spricht dagegen? Ja, aber hast du schon mal erfahren, dass ich jetzt ein guter Gast bin? Was? Dass ich mutig bin. Das ist gut. Ja, ich weiß nicht, was deine Challenge hier war. Ja, genau das. Jemanden sagen, ich bin das letzte Einhorn, mir das Ding ans Gesicht fallen. Wie alt bist du? 22. Ja, bist du Kinder schon, ne? 25. Ja, komm, ich überzeug dich vom Besten. Womit willst du mich? Ist das wie geht's nochmal? Hagen. Also echt? Ja. Geil. Okay.
Ja, ich zitter noch, das ist schon... Also wenn ihr mich hier groß rausbringt, ist das Spaß. Nee, alles gut. Verdienst du da echt Geld mit? Verdienst du da Geld mit? Oder? Ich nehme Geld, ja. Ja? Ja. Dann musst du das abgeben. Danke dir, hab mich gefreut. Ich melde mich, ne? Ciao, ciao. So, Leute, ja. Ich würde sagen, ich krieche zum Thron. Also ganz ehrlich, so Respekt, Alter. Hätte ich niemals so durchgezogen. Ja, Mann, war auf jeden Fall... Ja. Gut, gut, Leute, gut. 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 Kauft Merch. Warum ist die Kamera dreckig? Voll mit Eis. Ja, Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Danke fürs Anschauen. Und fürs nächste Video, jetzt können wir es natürlich nicht machen, weil wir es vorher nicht gesagt haben, aber ich finde, man muss auch sowas wie Bestrafungen mit einbauen. Dann nähern wir uns so dem Format Kenny vs. Benny eigentlich, aber finde ich auch super geil. Und ja, schlagt einfach mal vor, was man so als Bestrafung für im nächsten Video raushauen könnte, was der Verlierer machen muss. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ein Abo da. Bis dann. Supporten.